Was eine sehr neue Technik ist, dass der Stecker kniet, der Ruderer steht. Ich vermute mal, das hat Balancegründe. Er hat nämlich gerade noch einen Heizstiel gegessen, da wäre es nur bei Angst geworden. Und jetzt kann er sich nicht mehr rudern. Wie kommst denn du bei einer Tiefe von 14,80 Meter auf den Grund? Kannst du mir das sagen? Naja. Jetzt passt mal auf, jetzt drehen wir mal die ganze Geschichte um. Hör mal, Herr Ruderer, wenn du auch was tust, dann geht es nämlich hinten rum. Genau. Na, das schaut ganz gut aus. Was soll ich Ruderer gleich runter? Ich möchte hier einmal einen Vorschlag machen, dass wir nächstes Jahr vielleicht noch einmal zwei Flöße hätten. Dann könnten wir parallel dazu nochmal stechen. Jetzt passt er die Richtung, aber ich fordere es rum, Herren, auf die andere Seite. Ich gehe so lang rum, bis der erste drin rumguckt. Jetzt glaube ich, jetzt wird harmonisch die Sache. Ottbusch-Neudorf ganz gelassen, ruhig, relaxed. Nach der Thai-Massage schön entspannt auf dem Brett. So, und jetzt schauen wir mal, ob der vordere Stecher vom Gerüstbauer auf das Brett aufguckt. Ich hätte ja mal gesagt, ihr macht jetzt mit den Stangen gar nichts mehr, lasst euch einfach vom Wind drehen. Der ist jetzt schön fix und alles. So, wie gesagt, vor dem Brett, ja, da könnt ihr mal klatschen, also er hat zwei extra Seiten. Das nächste Seitenmal geht auf den Phil, weil ich habe jetzt ein richtiges Druck ins Maul, weil, wenn ich vielleicht einmal beim Weizen rumkämpfe. So, gekämpft wird erst dann, wenn ich so. Und er nicht. Und jetzt trinke ich es. So, an alle einmal ein Prosit. Wer noch was hat, darf ruhig einmal mittrinken. Gesundheit an alle. So, jetzt sind wir so lang quatsch. Dann muss das auch sein. So, der Kampf ist frei. Es wird nur mit den vorderen Polstern gekämpft. Wer als erstes noch fliegt, ist hier. Wenn man da wegen Watten liegt, du so drin, ohne dass er die Hupfkast hat. Auf jetzt, der Kampf ist frei. Ihr dürft. Ihr dürft auch ein bisschen anfeuern, ich weiß zwar nicht für wen, aber ich habe einen Favoriten und der ist eindeutig schon im Wanken. Ja, wenn er geblinkt ist wie immer und dann setzt er an zum Todesstoß, er traf ins Wasser. Wo ist der Feind, wo ist der Feind? Vor dir, mein Freund. Die Balle, Neudorf, der schaukelt doch schon, siehst du das nicht? Schlag halt einmal hin. Ich muss doch am Mondo auf Herbert. Ja! Oh! Ja! Ja! Das ist ein harter Kampf, meine Damen und Herren. Gänsehaut über meinen Rücken. Aber nicht wegen dem Kampf, weil du ziehst so arg. Na, ihr müsst schon auch zuschlagen. Also, streicheln hilft doch nichts. Hanne will ins Wasser. Ich wollte übrigens noch dazu sagen, dass wir seit Donnerstag Tauchsieder links und rechts drin haben. Wir haben eine gefühlte Wassertemperatur von 32 Grad. Lufttemperatur 27. Also im Zelt. Also wenn er fein nicht hinkommt, dann muss der Ruderer hinter wegen der Zudo, weil sonst treffen sie den eben nicht. Ja, also das ist ja ein echter Standhafter. Jetzt hat er es aber verdient, dass er gewinnt. Los, jetzt ran! Die Balle! Ja, horch in die Hieglogik, das gibt's doch nicht. Ruderer, schau doch mal, dass er ein Kampf kommt. Mal auf die Uhr schauen, jetzt haben wir, naja, ich schätze, es wird halbe sieben. Das Grüne da außen, da ist der Seegor, gell? Ja. Horch mal, wie es klappert. Der Christbauer ist ins Wasser. Hat alles mit voll. Die Ruderer bitte ich rechts und links wieder an den Strand zu gehen.